Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Schwarz auf Weiß Bundle von Schwarz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwarz auf Weiß von Schwarz, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie wir sehen wir hier nicht allzu viel. Es ist ein ganz schlichter Karton. Es gab hier auf dem Karton noch einen Sticker. Und zwar hatten wir hier den Empfänger, in diesem Fall mich, und den Absender, in diesem Fall Distributions. Und die haben das Paket, dieses Bundle damals vertrieben. Aber nachdem die Adressen hier nicht wirklich was zur Sache tun, habe ich diesen Sticker vorab entfernt. Und deswegen sieht dieses Bundle, dieser Karton etwas, ja, trostlos, etwas schlicht aus. Es ist einfach ein schlichter brauner Karton, wie wir hier sehen. Also ein klassischer Karton, in dem viele der Bundles verschickt werden, aber es kommt ja auch auf den Inhalt an. Gut, wir schauen mal hinein. Das Ganze ist hier einfach aufzuklappen. Und dann kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir das Album, das Doppelalbum Schwarz auf Weiß. Die DVD. 1, 2 Sammelkarten. Und ein Poster. So, den Karton packen wir mal zur Seite. Den brauchen wir nicht mehr. Machen wir wieder zu. Kommt derweil weg. So, und nachdem hier die beiden Sachen noch in Folie sind. Also, einmal das Shirt. Und dann einmal das Album an sich. So. Sehr schön. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das sieht so aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet schwarz. Und das Album heißt auch passenderweise Schwarz auf Weiß. Also das Ganze ist hier kein Druckfehler oder irgendetwas. Nein, man schreibt den Interpreten schwarz wirklich mit TZ und dementsprechend auch abgewandelt hier. Der Albumtitel, Hirntod Records präsentiert, lesen wir hier oben. Dann haben wir hier einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Es ist das 9. Album von Schwarz, also Soloalbum. Und dann haben wir hier 2 Discs. Auf der Seite sieht das so aus. Albumtitel lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir eine umfangreiche Tracklist, denn wie gesagt, es ist ein Solo-Album, ein Doppelalbum. Wir haben hier schwarze Seite und weiße Seite. Bedeutet, wir haben hier auf der schwarzen Seite 16 Tracks und dann haben wir auf der weißen Seite nochmal 16 Tracks. Also 16 plus 16 ergeben dann 32. Das ist echt eine Ansage. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Und wir haben jede Menge Features. Also, die werde ich euch jetzt mal kurz hier näher bringen. Wir haben Features mit dabei von Blockmonster, Tamash, MC Boogie, True Kanak, Kangal, Pervers, Bastard, Dr. Faustus, Rako, Blockmonster, Dr. Faustus, Pervers, Rako, Vero, Tamash, Smokey, Jesa, Gangbang, Kuba, Da Pharao, Crystal F, Niles Davis, Yom, Tony, Bones MC, Frauenarzt, Hans Solo, Orgasmus, GPC, King T, Vokalmatador, Liquid Walker und Hirntod Posse. Also, unfassbar viele Features, aber sind ja auch jede Menge Tracks. Da geht das schon klar. Dann schauen wir mal das Booklet an. Passend zum Albumtitel hier auch alles in Schwarz und Weiß gehalten. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Bedeutet, hier kann man nachlesen, wer produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Das ist die schwarze Seite. Dann haben wir hier die weiße Seite. Hier haben wir auch 16 Tracks, inklusive der gesamten Infos. Dann hier nochmal die Credits zum Album, wer daran mitgewirkt hat. Eine Danksagung, die unfassbar lang ist. Also hier über 2 Seiten eine Danksagung. Und das bei sehr kleiner Schrift.
Dann haben wir die bisherigen Soloalben von Schwarz. Wie gesagt, er hat ja schon einiges veröffentlicht. So sieht das aus. Und dann haben wir hier zum Abschluss nochmal in Schwarz und Weiß hier in Rückenansicht. Und hier lesen wir, dieses Album widme ich meinem Cousin Jan 1994 bis 2014. Also er dürfte schon mit 20 Jahren gestorben sein. Du wirst nicht vergessen werden. Okay, also, schöne Sache, dass er dieses Album hier widmet. Dann kommen wir zur Album-CD. Wir haben hier einmal die schwarze Seite, dementsprechend ist die hier auch schwarz gehalten. Hier ist eine ausgedrückte Zigarette, die hier noch so ein bisschen raucht. So sieht das aus. Und das Ganze lässt sich dann hier umklappen. Und dann kommen wir zur weißen Seite. Und diese ist vom Design her auch wieder so mit dieser Zigarette. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir zum Album zugehörig eine DVD. Hirntod Records und Alles wird Hut präsentieren, schwarz auf weiß, die DVD. Dann haben wir hier wieder den Interpreten abgebildet. Einmal hier die kleine Rückenansicht und einmal hier seitlich mit Zigarette im Mund. FSK 16 lesen wir hier, ja. Wer Schwarz oder Hirntod kennt, das war nicht anders zu erwarten. So sieht das von der Seite aus. Und hier lesen wir. Inhalt, Diskografie, gehasst, verdammt, verurteilt, das Album und Hassrapper aus Liebe. So, und dann haben wir hier noch so eine kleine Inhaltsangabe. Hier lesen wir, manche Menschen haben zu viel zu sagen. Schwarz ist einer dieser Menschen und weil auch nach einem vollgepackten Doppelalbum noch Mitteilungsbedarf ohne Ende herrscht, erzählt der Hassrapper aus Liebe auf über 1,5 Stunden Spiellänge, wieso, weshalb und was er so denkt. Was seine Alben, seine Karriere und letztendlich ihn geprägt hat und sinniert über Gott und die Welt. Vor allem aber über die Menschen, die in ihr leben. Und das immer mit einer fetten Prise schwarzem Humor. Ja. Hier unten gibt es dann die Beteiligten und einen Barcode. Also die DVD dürfte es auch so im Laden geben, nicht nur im Bundle. Bin schon sehr gespannt, also freue mich echt. Finde diesen Mann, diesen Interpreten sehr, sehr interessant so als Charakter und bin schon sehr gespannt auf die DVD und speziell auch auf dieses Interview. So, jetzt ist die Frage, so, geht das hier raus? So sieht die DVD aus. Hier haben wir sonst nichts weiter drin, also kein Booklet oder irgendwelches Material mehr. Aber wie gesagt, das Wichtigste steht, glaube ich, hier auf der Rückseite. So, dann mit dabei ein Shirt. Und wie sollte es anders sein, bei diesem Albumtitel auch dieses Shirt hier in Schwarz und Weiß gehalten. Wir haben hier wieder den Interpreten in einer, ja, in einer Hocke. Und hier lesen wir wieder den Albumtitel. Ansonsten das Shirt komplett in Weiß. Auf der Rückseite ebenso. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Made in Marokko. Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Einmal und zweimal. So. Und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Poster. So sieht das aus. Also Format dürfte A3 sein. Wir haben hier im Hochformat wieder das Albumcover. Und was mich besonders freut, wir haben hier auch noch eine Unterschrift. Also das Poster hier ist signiert worden mit schwarzem Stift hier. Im Hochformat das Poster und einseitig bedruckt. Sehr schön. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch zwei Sammelkarten. Also wer Hirntod Records und ihre Releases kennt, der weiß, dass es da regelmäßig solche Karten gibt. Und die beiden habe ich noch nicht. Also wir haben hier Sammelkarte 91 und 92. Der Mutterficker persönlich und Schwarz auf Weiß nennen die sich, jeweils auf 1000 Stück limitiert. Und so sehen die aus. Einmal Querformat, einmal Hochformat. Sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigten Autogrammkarten, beziehungsweise nein, aus Sammelkarten. Dann haben wir das Album
passende Shirt dazu, schwarz auf weiß. Das Poster einseitig bedruckt und signiert. Die DVD schwarz auf weiß, ab 16 Jahren. Und natürlich das Doppelalbum mit insgesamt 32 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwarz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.